Hallo ihr lieben Duftnasen da draußen. Mich hat ein kleines Ü-Paket zu Ostern erreicht und zwar von der lieben Jenny. Die hat mir etwas geschickt und ich möchte das mit euch zusammen auspacken. Ich habe es auch schon aufgeschnitten, damit wir hier jetzt nicht so viel rascheln müssen. Und als erstes lacht mich natürlich ein Kärtchen an. Das lese ich mal schnell so rum. Vielen lieben Dank, Jenny. Ja, ich freue mich auch, dass wir uns über YouTube kennengelernt haben und ich wünsche dir natürlich auch ganz, ganz, ganz tolle Ostern. Und ich bedanke mich, dass du mir diese schönen Sachen geschickt hast, schon im Vorfeld. Ja, ich freue mich gerade. So, und in dem Briefchen stand schon angekündigt, dass hier ein kleines Glas mit drinnen ist. Aber wir gucken erst die normalen Mails. Da habe ich hier einmal von Traumdüfte den Amish Harvest. Harvest lässt jetzt drauf schließen, dass das ein Herbstduft ist. Ja, der ist herbstlich. Da ist auf jeden Fall eine Zimtnote drin. Die Mails sind noch relativ kalt. Ihr wisst doch, wie das ist, wenn ich ein Paket bekomme. Egal wie kühl es draußen ist, ich muss es direkt öffnen. Das ist auch in diesem Fall so passiert. Und die Mails sind noch nicht auf Zimmertemperatur. Das heißt, man kann noch gar nicht so wirklich alle Duftnuancen wahrnehmen. Aber ich rieche in erster Linie Zimt und den aber jetzt nicht so stark wie in der Weihnachtszeit. Also von daher Harvest, Herbstduft, das passt. Das ist, würde ich sagen, ein sehr würziger Herbstduft und der landet dann in meiner Herbstdose. Amish Harvest von Traumdüfte. Dann habe ich noch einmal Traumdüfte Cider Lane. Das scheint auch was Herbstliches zu sein, denn Cider, da erwarte ich jetzt einen Apple Cider, also ein Apfelduft. Das ist ein Apfelduft. Und ich mag übrigens, wenn der Farbverlauf bei dem Mails so schön ist. Ja, das ist ein schöner, wirklich Apple Cider Duft. Relativ authentisch sogar, finde ich. Der ist schön eingefangen. Kann man zwar im Grunde das ganze Jahr trinken, verschwindet trotzdem in meiner Herbstkiste, weil im Herbst kommen die Düfte einfach am besten. Dann habe ich einen Nachfüllstein für Yankee Candle Charming Scents. Das habe ich euch ja gezeigt, das habe ich von der lieben Franka geschickt bekommen. Dieser Anhänger, wo man den Duftstein von Yankee reintut. Und das hier ist ein Nachfüllstein und zwar in Aromatic Orange und Evergreen. Ist ja noch verpackt, nehme ich mal an. Ja, klar. Kann man jetzt hier nicht wirklich riechen. Moment, da oben ist ein Duftfältchen. Man riecht nicht viel, aber das, was ich rieche, riecht gut. Und ich mag Tannennadeldüfte und gepaart mit Orange, das wird schon passen. Ja, vielen lieben Dank, Jenny. Auch darüber freue ich mich gerade sehr. Dann kommen hier ein paar lose Mails. Wir fangen erstmal an mit einem halben, ein bisschen mehr als halben Sampler von Yankee Candle, Calm & Quiet Place. Den Duft liebe ich. Das ist so ein schöner, parfümiger Duft. Oh, ich mag den einfach. Ich könnte ihn wie alle parfümige Düfte nicht beschreiben. Er riecht allerdings wie das Parfum Black Opium von Yves Saint Laurent. Es ist ein etwas schwererer, femininer Parfumgeruch. Und ich habe den wirklich sehr gerne. Und jetzt freue ich mich, dass ich noch ein Stück davon habe. Dann habe ich ein Stück Goose Creek Island Scents. Sagt mir jetzt. Ich habe auch gerade kein Label vor Augen. Oh, der riecht aber lecker. Das ist ein frischer Duft auf jeden Fall. Und er hat wässrige Noten, aber auch irgendwie leicht florale Noten.
Er könnte für mich schon wieder auch so in die Richtung Bodylotion oder Sonnenmilch gehen. Oh, der ist schön. Ich muss den nachher mal googeln, mal schauen, was da genau drinnen ist und vor allem Label gucken. Denn für Island Sands habe ich jetzt gerade überhaupt nichts vor Augen, ehrlich gesagt. Aber er ist wunderschön. Yay, yippie, Blue Twilight Storm. Den habe ich schon einmal von Jenny gehabt. Und ich finde den wunderschön. Und ich hätte mir den nie gekauft, denn der hat einen Kürbis oder mehrere Kürbisse auf dem Label. Und ich hätte wahrscheinlich selbst im Laden nicht dran gerochen, weil mich dieser Kürbis abgeschreckt hätte. Ich hasse Pumpkin-Düfte. Aber der hier, ich weiß nicht, wo der Kürbis hierhin verschwunden ist. Ich nehme ihn aber nicht mehr wahr. Für mich ist das ein frischer, leicht holzig, leicht maskuliner Duft, der einfach nur unglaublich schön ist. Und ich hatte ja, wie gesagt, Schamamels und ich habe nur noch ein kleines Melt übrig und hatte schon Angst, was aufzubrauchen, weil es ja mein letztes ist. Und jetzt habe ich wieder Nachschub. Vielen lieben Dank, Jenny. Ich freue mich so. Oh, von Yankee Candle Crackling Wood Fire. Den liebe ich. Und der verlässt ja leider das Sortiment. Ich weiß nicht, langsam nehme ich das sehr persönlich. Yankee nimmt immer meine Lieblingsdüfte raus und ich denke langsam, die meinen das persönlich gegen mich. Crackling Wood Fire ist im Grunde wie ein leicht rauchiger Kaschmirduft. Also der ist sehr, sehr sandelholzlastig. Das ist eigentlich auch die Hauptnote, die man erstmal wahrnimmt, dieses Sandelholz, was auch ein bisschen parfümig ist. Und im Vergleich zu normalen Kaschmirduften hat er aber was leicht Rauchiges. Aber wirklich nur ganz leicht. Also da kommt dieser Feuergeruch mit durch. Aber im Grunde würde ich behaupten, wer Kaschmirdüfte mag oder wer auf Sandelholzdüfte steht, sollte Crackling Wood Fire testen, solange es ihn noch gibt. Es ist ein richtig schöner Sandelholzduft. Dann Beautiful Fragrances Poison Type. Das ist was Grünes. Na, komm her. Oh, der ist schön. Aber was bist du? Was rieche ich? Es ist was ganz Frisches. Man hätte ja jetzt gedacht, so von der Farbe her, dass das irgendwie was Nadelbaumartiges ist. Ich nehme jetzt keinen Nadelbaum wahr. Aber es ist was ganz Frisches. Mit leichten Unternoten wie von Kotten, Baumwolle, aber überhaupt nicht streng oder beißend, zumindest kalt. Ich kann nicht sagen, was drinnen ist. Ich sag nur, er riecht sehr frisch und kalt, auch sehr angenehm. Poison Type von Beautiful Fragrances. Ja, und dann ist da noch dieses Glas drin, das sie angeknüpft. Von Village Candle, der Cozy Cushion. Liebe ich den Duft, den liebe ich. Das ist so ein schöner, weicher Kaschmirduft. Oh, vielen lieben Dank, Jenny. Oh. Du hast mir gerade echt eine riesen, riesen Freude gemacht. Vielen, vielen lieben Dank. Und das wäre überhaupt nicht nötig gewesen, dass du mir die Dinge schickst. Wirklich, vielen Dank. Ich bin happy. Ja, und ich hoffe, dass ihr auch alle happy seid, wenn auch vielleicht aus anderen Gründen, und dass ihr alle ein schönes Osterfest haben werdet. Bis demnächst mal. Tschüssi.